November 1979. Transitstrecke Berlin-Hirschberg. Auf einer Waldschneise werden die fast bis zur Unkenntlichkeit verkohlten Überreste eines Menschen gefunden. Also am 24.11.1979 zu diesem Fundort gerufen wurden, war es natürlich ein grässlicher Anblick, weil selbst ich hatte in dieser Zeit der MOK so einen Anblick einer Brandleiche noch nicht erlebt. Wer ist das Opfer? Wie kommt es hierher? Stammt es aus Ost oder West? Guten Abend und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Die Spur der Täter. Hier an der ehemaligen Transitstrecke der DDR, Abfahrt Bad Klosterlausnitz, ereignet sich 1979 ein Verbrechen, das seinesgleichen sucht. Zum einen, was die Brutalität der Tat angeht und zum anderen auch, was die Zusammenarbeit der Ermittler aus Ostdeutschland und Westdeutschland mitten in den Jahren des Kalten Krieges betrifft. Bei der Aufklärung dieses schweren Verbrechens zeigt sich, wie akribisch die DDR-Kriminalisten vorgegangen sind. Der Forst von Bad Klosterlausnitz, ganz in der Nähe der Transitstrecke nach Hirschberg. In dieser Waldschneise findet am 24. November 1979 ein Förster die verkohlten Überreste eines Menschen. Er informiert die Polizei in Bad Klosterlausnitz, die sofort die Morduntersuchungskommission in Gera benachrichtigt. Damals zuständig der Ermittler Hans Thiers und sein Kriminaltechniker Rolf Rabe. 38 Jahre danach kommen sie an den Tatort zurück mit ihren Ermittlungsfotos. Und sie erinnern sich noch sehr genau an diesen Fundort. Mein erster Eindruck war, dass zu dieser Brandleiche auch ein Brandbeschleuniger eingesetzt werden müsste, aufgrund der vielfältigen, umfangreichen Verbrennung dieser Leiche. Als wir den Fundort betreten haben, war für uns natürlich klar, es war ein unbekanntes Opfer. Wir wussten nicht, um welche Person es sich handelt, auch nicht welche Nationalität. Das konnte man zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht klassifizieren. Die Kriminalisten sperren den Fundort weiträumig ab, suchen nach Hinweisen auf Opfer oder Täter, befragen Anwohner aus der Umgebung. Wer war das Opfer, Mann oder Frau? Wie kam es in den Forst von Bad Klosterlausnitz und warum wurde es an dieser Stelle verbrannt? Schließlich geben sie die Leiche zum Abtransport frei. Das Vorteilhafte war dann bei der Bergung der Leiche, nachdem der Fundort abgesucht wurde, Spuren so viel wie möglich gesichert waren und wir die Leiche etwas bewegen konnten, hat man feststellen können, dass das eine Hälfte des Gesichtes auf dem Erdboden liegende nicht so sehr verkohlt war und noch menschlich erkennbar war. Und wir haben dann ganz vorsichtig diese Person gedreht und gebogen und haben das dann in einzelne Abteilungen eingestellt, also Kopf, Rumpf, Beine und so weiter, und haben das auch sachgemäß verpackt. Und ins Institut für Rechtsmedizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena gebracht. Vielleicht kann die Obduktion klären, wer das Opfer ist. Hier im ehemaligen Institut für Rechtsmedizin Jena wurde die Brandleiche von Bad Klosterlausnitz obduziert. Eine enorme Herausforderung für die Spezialisten, denn das Opfer ist extrem verbrannt. Welche Informationen können die Rechtsmediziner aus den völlig verkohlten Überresten noch ziehen? In der Pathologie Leipzig treffe ich den Rechtsmediziner Dr. Carsten Barbian, Spezialist für Brandleichen.
Anhand von Fotos gehen wir den Fall aus den 70er Jahren durch. Dr. Barbian, was kann man aus einer derart verkohlten Leiche noch für Informationen ziehen? Wir stellen uns dieselben Fragen, die wir uns generell bei jeder Sektion stellen. Um wen handelt es sich? Können wir die Identität klären? Ist es ein Mann, eine Frau? Wie alt? Gibt es individuelle Merkmale, die man trotz Verbrennung noch erkennen kann? Der Zahnstatus ist meistens noch gut erhalten bei diesen Brandleichen. Wir fragen uns, wie kam die Person ums Leben? War sie schon tot, bevor der Brand ausgebrochen ist? In diesem Fall haben die Rechtsmediziner damals festgestellt, es wurde eine Leiche verbrannt. Er hat keinen Ruß eingeatmet, er hat keine Rauchgase eingeatmet. Damit war klar, er wurde als Leiche verbrannt. Die Experten aus Jena bestätigen die Vermutung der Ermittler, dass ein Brandbeschleuniger im Spiel war, Benzin. Weiterhin können sie den Todeszeitpunkt eingrenzen auf den 21. und 22. November 1979. Auch das Ministerium für Staatssicherheit der DDR interessiert sich für den Fall. Aus Sorge, dass Unruhe in der Bevölkerung entstehen könnte. Der Fundort der Leiche. Und die Staatssicherheit schaltet sich mit eigenen geheimpolizeilichen Ermittlungsmethoden ein. Die Staatssicherheit konnte nach eigenem Gutdünken jedes Ermittlungsverfahren an sich ziehen, wenn sie meinte, dass es in ihren Zuständigkeitsbereich fällt. Das konnte auch bei sehr erheblichen Fällen aus dem Bereich der allgemeinen Kriminalität, also Mordfälle sowieso, der Fall sein. Im Forst von Bad Klosterlausnetz verfolgen die Kriminalisten die These, dass das Opfer aus dem sogenannten nicht-sozialistischen Ausland stammen könnte. Denn der Fundort der Brandleiche liegt in der Nähe einer sogenannten Transitstrecke. Transitstrecken sind Straßen, auf denen Westeuropäer und Westdeutsche die DDR schnell mit dem Pkw durchqueren konnten. Diese Strecken sind Sicherheitsschwachpunkte. Obwohl ständig überwacht, bieten sie immer wieder die Möglichkeit zu Treffen von Bürgern aus Ost und West zum Austausch von Waren und Informationen. Das ist in der DDR nicht erwünscht. Und tatsächlich, am Fundort in Bad Klosterlausnitz finden sich Hinweise darauf, dass das Opfer offenbar aus dem Westen stammt. Wir hatten ja Geld der Bundesrepublik Deutschland am Fundort gefunden. Wir hatten Peter Stoifes Handzigaretten, Schachteln, Kippen gefunden. Wir hatten einen Zettel Schultheißbier gefunden. Und diese Dinge waren unmittelbar im unmittelbaren Bereich dieser Brandleiche. Diese weiteren Untersuchungen, die dann durchgeführt wurden, die haben uns dann bestätigt, dass es sich um Gegenstände aus westdeutscher Produktion handelt, was uns bestärkt hat, dass wir praktisch die richtige Spur angenommen haben aufgrund der Transitstrecke, der Fundstelle in der Nähe der Transitstrecke und des Spurmaterials. Außer Geld und Resten der Bekleidung finden die Fahnder 1979 im Wald von Bad Klosterlausnitz auch mehrere auffällige Reifenspuren. Wir hatten ja mehrere Reifeneindruckspuren, die sehr markant waren. Aus unserer Sicht, die wir natürlich dann im Gipsnassverfahren gesichert haben. Und die war natürlich dann auch mit ein wichtiges Beweismittel in der Identifizierung, um welchen Reifen es sich handelt. Die Analyse im Labor zeigt, der Reifen ist kein DDR-Produkt, sondern stammt auch aus dem Westen. Die Marke Uniroyal. In der Gerichtsmedizin in Jena gehen die Untersuchungen an der Brandleiche sehr langsam voran. Doch dann gibt es Hoffnung. Körperteile, die nicht komplett verbrannt sind. Die Hand
die war praktisch unter der Leiche gelegen. Und bei der Bergung der Leiche konnte man feststellen, dass die Hand noch relativ gut erhalten war. Und es wurde eine Entscheidung getroffen, dass wir die Hand abtrennen, um dann für die weitere Identifizierung der Leiche beizutragen. Typische Hautmuster können so gesichert werden, außerdem Knochen. Die Gerichtsmediziner kommen nun endlich weiter. Dr. Carsten Barbian, Chefpathologe in der Rechtsmedizin Leipzig, erklärt, warum die Experten so viele Informationen aus derart verkohlten Überresten ziehen können. Auf den ersten Blick sieht es wirklich verheerend aus. Die Körperoberfläche ist schwarz, ist verbrannt. Ja. Es fehlen auch teilweise Gliedmaßen, Arme und Beine. Wenn wir den Leichnam dann hier im Sektionssaal untersuchen, sind auch wir manchmal noch überrascht, wie gut erhalten der Körper unter dieser äußeren Brandschicht ist. Das hat damit zu tun, bevor ein menschlicher Leichnam wirklich verbrennt, müssen 50, 60 Liter Wasser aus dem Körper entweichen. Und das dauert und das bedarf großer Hitze. Und erst wenn dieses Gewebewasser fehlt, verascht der Körper wirklich. Und dann hätten auch wir kaum noch Chancen, Aussagen zur Todesursache, zur Identität zu treffen. Aber wie in diesem Fall, übergießen mit einem Brandbeschleuniger, dann verbrennt der Körper äußerlich, aber bleibt innerlich sehr gut erhalten. Der Fall spielt Ende der 70er Jahre, zu tiefsten DDR-Zeiten. Was hatten die Kollegen denn damals für Möglichkeiten? Das technische Vorgehen bei der Sektion war damals das gleiche wie heute. Die Standards haben sich nicht geändert. Was heute besser ist, ist die Laborausstattung. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, mittels DNA-Untersuchungen Leichenteile oder den Leichnam sicher zu identifizieren. Diese Möglichkeit gab es damals nicht. Damals hat man sich mit Blutgruppenmerkmalen geholfen. Ein System, was sehr ausgeklügelt war und auch zu einer sicheren Identifizierung führen konnte. Wie haben die Kollegen damals gearbeitet, die Rechtsmediziner, aus ihrer heutigen aktuellen Sicht? In diesem Fall, soweit ich das beurteilen kann, wurde der Fall standardgemäß bearbeitet. Es wurden alle Möglichkeiten genutzt, die es damals gab. Eine Top-Arbeit. So finden die Rechtsmediziner in Jena heraus, dass es sich um einen Mann zwischen 40 und 60 Jahren handelt, dass er zum Zeitpunkt seines Todes stark alkoholisiert war und dass sich in seiner Lunge Blut befindet. In Gera verstärkt die Morduntersuchungskommission ihre Bemühungen. Alle Gaststätten und Ferienheime im Umfeld des Fundortes sollen erneut überprüft werden. Auch die mehr als 200 Protokolle der Bewohnerbefragungen werden noch einmal durchforstet. Genauso wie die Vermisstenanzeigen. War das Opfer ein Urlauber? Hat der Mann Verwandte besucht? Oder handelt es sich um einen DDR-Bürger und der Mörder hat eine falsche Fährte in den Westen gelegt? Doch das Ergebnis der Fahndung: kein einziger Hinweis. Die Nähe zur Transitstrecke und die Vermutung, dass das Opfer aus dem Westen stammt, veranlasst die Staatssicherheit, sich nun ganz offiziell in den Fall einzuschalten. Und sie findet ein weiteres Indiz für die Herkunft des Opfers. Das Benzin, mit dem der Mann verbrannt wurde, hat eine höhere Oktanzahl als das in der DDR. Es wurde aus dem Westen mitgebracht. Die Kriminalisten der Staatssicherheit sind auf der richtigen Spur. Hier an der Transitstrecke und an den Grenzübergangsstellen ist ausschließlich die Staatssicherheit zuständig. In der DDR war die Kriminalpolizei als Teil der Volkspolizei dem Ministerium des Inneren unterstellt. Hier an der Transitstrecke darf die Volkspolizei nicht ermitteln. Nur der Staatssicherheit traut man zu, die Transitstrecken zu überwachen. Auf diesen Straßen fahren jeden Tag tausende Menschen durch die DDR, Klassenfeinde aus dem nichtsozialistischen Ausland. Die Überwachung der Transitstrecken, das war ein Aufgabengebiet der Stasi. Und dann waren ja auch die Passkontrolleinheiten an den Grenzübergangsstellen, gehörten ja auch zur Stasi. Das war Personen, die in Uniformen der Grenztruppen den Einreisenden gegenübertraten, aber in diesen Uniformen steckten MFS-Offiziere.
Die Staatssicherheit fordert von den Grenzübergangsstellen der Transitstrecken die Visa für den November 1979 an. Von Drewitz für Reisen von und nach West-Berlin, für Warta Richtung Hessen, von Hirschberg gen Bayern und aus Marienborn Richtung Niedersachsen. Es sind mehr als 40.000 Visa, die von Hand ausgewertet werden müssen. Einen direkten Hinweis auf das verbrannte Opfer findet man nicht. Aber etwas anderes, etwas auffallend Verdächtiges. In West-Berlin fährt am 21. November 1979 ein Ehepaar zur Grenzübergangsstelle Dreilinden-Drewitz und reist in die DDR ein. Gegen 19 Uhr mit einem Mietwagen der Marke Ford Granada. Die beiden sind dann um 23 Uhr bei Hirschberg nach Westdeutschland ausgereist. Sie fallen bei der Passkontrolle auf, weil sie sich ruhig verhalten, so später das Protokoll. Und das Paar wird erst 4 Stunden später am Grenzübergang Hirschberg ankommen. Die lange Fahrt passt mit der möglichen Tatzeit zusammen. In der Gerichtsmedizin in Jena konnte das Opfer immer noch nicht identifiziert werden. Da haben die Kriminaltechniker eine Idee. Sie führen eine sogenannte Leichentoilette durch. So, bei der Leichentoilette ging es darum, aus dem Kopf, der noch relativ gut erhalten war auf einer Seite, eine genaue Darstellung zu bringen, wie die andere Seite ausgesehen hat, die verbrannt war, und haben sie dadurch selber gereinigt und so präpariert, dass man anschließend ein ordentliches Foto machen kann, wo man den Kopf und eventuell auch diese Person, um die es sich handelt, noch gut erkennen könnte. Wenn ich auf das Foto jetzt hier schaue, hier gerade noch die ganzen, die schwer verbrannten Gesichtszüge und das andere, ist das das Opfer? Ja. Was auf den ersten Blick aussieht wie nicht mehr erkennbar, hat man nach der Sektion durch eine sogenannte Leichentoilette rekonstruiert. Das ist direkt der Fachbegriff Leichentoilette. Das heißt Leichentoilette. Aha. Im Prinzip hat man sich damals als auch heute maskenbildnerischer Methoden bedient, um das Gesicht wieder herzustellen, damit ein Foto gefertigt werden konnte für Veröffentlichungen in Presse, in Medien, um den bis dahin unbekannten Toten zu identifizieren. Nach dieser Prozedur hat der Tote wieder ein Gesicht. Die Staatssicherheit der DDR möchte sich mit diesem Foto an die Staatsanwaltschaft in West-Berlin wenden. Hallo? Ist da die Staatsanwaltschaft West-Berlin? Der Vorschlag wird von Minister Mielke persönlich gebilligt. Am 8. Dezember 1979, 2 Wochen nach dem Fund der Brandleiche in Bad Klosterlausnitz, wendet sich die DDR offiziell an die Staatsanwaltschaft in West-Berlin. Mit einem Identifizierungsersuchen, das lautet: Wer ist dieser Mann? Bei der Staatssicherheit erhärtet sich der Verdacht gegen das Ehepaar, das am 21. November in die DDR eingereist und sich so auffällig lange auf der Transitstrecke aufgehalten hat. Robert und Sabine K. Könnten Sie die Leiche verbrannt haben? Die Stasi beauftragt am 8. Dezember 1979 verdeckte Ermittler in West-Berlin, sogenannte IMs, das verdächtige Ehepaar zu beobachten. Die Staatssicherheit konnte natürlich in einem solchen Kriminalfall einen inoffiziellen Mitarbeiter losschicken und bestimmte Ermittlungen vornehmen lassen. Das war für die Stasi überhaupt kein Problem. 3 Tage später, am 11. Dezember 1979, liegt ein IM-Bericht vor. Robert und Sabine K. sind ehemalige Bürger der DDR, die aus politischen Gründen nach West-Berlin abgeschoben worden sind. Der Mann ist Verkäufer, seine Frau besitzt das Café Victoria in Kreuzberg. Beide sind zur Tatzeit mit einem Mietwagen der Marke Ford Granada auf der Transitstrecke unterwegs, die in der Nähe des Tatortes verläuft. Wurde die Leiche in dem Mietwagen transportiert? Vernehmen allerdings kann die Staatssicherheit die Verdächtige nicht,
aber vielleicht den Wagen untersuchen? Der verdeckte Ermittler bekommt jetzt den Auftrag, genau den Ford Granada anzumieten, mit dem das Ehepaar in der Tatnacht unterwegs gewesen ist. Und er hat Erfolg bei der Westberliner Autovermietung. Sein Ziel, das Kriminaltechnische Institut in Ost-Berlin. Auf die Veröffentlichung des Opferfotos in der Westberliner Presse meldet sich die Ehefrau des Opfers. Sie hatte ihren Mann bereits Ende November vermisst gemeldet und wendet sich nach Veröffentlichung des Fotos an die Polizei. Bei dem Vermissten handelt es sich um den 45-jährigen Westberliner Kaufmann Ulf M., der am 21. November zuletzt mit dem Kneipenbesitzer-Ehepaar Robert und Sabine K. gesehen worden war. Bisher galten Robert und Sabine K. als letzte Zeugen in der vermissten Sache Ulf M. Ja, gib mal ein. Doch jetzt, nach Kenntnis, dass der Kaufmann getötet und verbrannt wurde, werden die beiden zu Verdächtigen in einer Mordsache. Haben Robert und Sabine K. den Kaufmann umgebracht? Der verdeckte Ermittler der Staatssicherheit steuert den Mietwagen, mit dem das verdächtige Westberliner Ehepaar unterwegs war, nach Ost-Berlin ins Kriminaltechnische Institut. Die Spezialisten beginnen sofort, den Wagen zu untersuchen. Im Auto finden sie Spuren des Opfers. Im Untersuchungsbericht heißt es: Im Kofferraum des PKW finden sich Blutwisch- und Blutablaufspuren. Die blutgruppenserologische Untersuchung dieser Spuren erbringt den Nachweis von Menschenblut in völliger Übereinstimmung mit den blutgruppenserologischen Eigenschaften der Brandleiche. Vier Kopfhaare aus dem Kofferraum, mittelblond und grau, stimmen mit ihren morphologischen Eigenschaften mit dem Kopfhaar des Opfers überein. Es ist erwiesen, die Leiche des Kaufmanns wurde im Kofferraum des Ford Granada transportiert. Auch die Reifen des Wagens passen genau zu den Reifenspuren, die am Fundort gesichert wurden. Des Weiteren konnte festgestellt werden, dass sich in den Radkästen immer noch botanische Spuren befanden, die aus dem Bodenbereich in der Waldschneise in dem Fahrzeug angehaftet waren. Damit wäre das Ehepaar Robert und Sabine K. im Grunde überführt. Allerdings haben die Ermittlungen der Staatssicherheit einen Fehler. Vor Gericht sind sie nicht verwertbar, denn die Beweise sind mit geheimdienstlichen Methoden ermittelt worden. Die Staatssicherheit, das gilt im Übrigen auch für Ermittlungen, die innerhalb der DDR stattfinden. Die Staatssicherheit hat immer auch mit inoffiziellen Methoden ermittelt, auch bei strafrechtlichen Ermittlungen. Kein Problem für die Staatssicherheit. Dann werden die Untersuchungsergebnisse eben offizialisiert. Das war der Fachausdruck für dieses Vorgehen der Stasi. Das war so die klassische Methode, dass man eben dann auf einer anderen Ebene weiter ermittelte, die offiziell war. Oder dass man bestimmte Informationen, die man inoffiziell beschafft hatte, dann ein zweites Mal offiziell mit normalen polizeilichen Methoden nochmal beschafft. Eine Offizialisierung der geheimdienstlich ermittelten Beweise war gar nicht mehr nötig. Denn nachdem die Identität der Brandleiche geklärt war, hatten auch die Westberliner Behörden erfolgreich ermittelt und Folgendes herausgefunden. Das spätere Opfer, der Kaufmann Hans Wolf S., besucht am 21. November 1979 das Café Victoria. Der Kaufmann fordert sein Geld zurück. Er wollte das Café pachten und hatte eine Anzahlung geleistet, fand dann aber heraus, dass das Café sehr schlecht lief. Das Ehepaar will die Anzahlung auf keinen Fall zurückgeben. Es kommt zum Streit, bei dem der Kaufmann getötet wird. Chef, da steht, da gibt's die Finger weg! Einen Monat nach dem Fund der Brandleiche wird das Ehepaar K. in West-Berlin wegen dringenden Tatverdachts des gemeinschaftlichen Mordes verhaftet.
Die Berliner Presse überschlägt sich. Das Entsetzen über das brutale Vorgehen der Täter ist groß. Doch jetzt beschuldigen sich die Eheleute gegenseitig, den Kaufmann getötet zu haben. Robert K. behauptet, seine Frau habe das Opfer mit einer Sektflasche erschlagen. Aus Liebe zu ihr hätte er dann dabei geholfen, den Toten loszuwerden. Diese Version wird jedoch von der Ehefrau bestritten. Sabine K. gibt nur zu, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann den Leichnam in den Kofferraum des Mietwagens gelegt und dann über die Transitstrecke in die Waldschneise bei Bad Klosterlausnitz transportiert hat. Hier hätten sie die Leiche dann gemeinsam verbrannt. Den Mord aber wollen beide nicht begangen haben. Aussage steht gegen Aussage. Ein Verbrechen so nah an der Transitstrecke erfordert außergewöhnliche Maßnahmen. Deshalb kommt es jetzt zu einer Zusammenarbeit, die in den Zeiten des Kalten Krieges äußerst selten war. Die Justiz der DDR arbeitet mit der Justiz der Bundesrepublik im Fall der Transitleiche eng zusammen. Ein Büro in Berlin-Mitte, Anfang Januar 1980. Mitten in einer politischen Eiszeit zwischen Ost und West treffen sich Staatsanwälte aus Ost- und West-Berlin. In einer Aktentasche sind Beweismittel, die die Westberliner Behörden sich von der DDR erbeten haben, um den Fall endlich aufklären zu können. Im Übergabeprotokoll heißt es: Übergeben wurden zugleich die Bodenproben, Ascherückstände, Reifeneindruckspuren und die abgesetzte linke Hand des Opfers. Die Zusammenarbeit zwischen den Staatsanwaltschaften der beiden deutschen Staaten lief dann relativ problemlos, wenn keine politische Dimension im Spiel war. Das ist ganz klar ein normaler Kriminalfall war und in dem Fall, wenn dieser Fall eine politische Dimension hatte, dann in dem Sinne, dass die DDR ja zeigen konnte, wie gut sie ermittelt hat. Also insofern war es sogar geboten, sehr gut mit der Westberliner Staatsanwaltschaft zusammenzuarbeiten, aus politischen Gründen. Am 9. Juni 1980 beginnt in West-Berlin der Prozess gegen das Ehepaar K. Die Anklage lautet Mord. Endlich gibt der Ehemann zu, dass er das Opfer niedergeschlagen hat. Der Kaufmann sei dann an seinem Blut erstickt und im Wald bei Gera verbrannt worden. Diese Schilderung passt mit den Ergebnissen der Gerichtsmedizin zusammen. Im Oktober 1980 fällt das Urteil. Robert K. erhält 6,5 Jahre Gefängnis wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Seine Ehefrau 18 Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung. Innerhalb eines Jahres wurde ein spektakuläres Verbrechen aufgeklärt, bei dem die Ergebnisse von ostdeutschen Ermittlern für ein westdeutsches Urteil entscheidend waren. Durch die bundesdeutsche Presse wurde unsere kriminalistische Arbeit bei der Aufdeckung und Aufklärung dieses Tötungsverbrechens sehr gelobt. Ja, und wir konnten praktisch diese Lobeshymnen nicht selbst miterleben und haben hinterher erfahren und konnten nachlesen, dass unsere Arbeit gewürdigt wurde. Der Fall zeigt aber auch, mit welcher Selbstverständlichkeit die Stasi im Westen agieren konnte. Das war die Spur der Täter für diesmal. Ihnen noch einen guten Abend und auf Wiedersehen.